So, ich würde sagen, wir machen mal noch einen Auftrag oder wollen wir hier mal. Ne, wir machen noch einen Auftrag. Dann gucken wir mal, dass wir unsere Butze hier ein bisschen verschönern. Die Bude müssen wir ja auch mal langsam auf Vordermann bringen. Weil wir können nämlich hier wunderschöne kleine Häuser kaufen. Erst müssen wir noch ein bisschen hier was machen. Notwendiges zweites Bad, Badezimmer und Werkstatt. Ich bitte um Hilfe. Geld ist kein Problem. Geld ist, das klingt doch gut. Waldemar Rissen. Guten Tag. Ich bin ein älterer Herr, der seit einigen Jahren eine Wohnung an Studenten vermietet. Leider hatte ich dieses Jahr sehr viel Pech, denn ich habe die Wohnung einer recht verdächtigen Truppe vermietet. Sie haben nicht fristgerecht bezahlt, weswegen ich hinging, um das zu prüfen. Sofort, als ich die Tür öffnete, dachte ich, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Das ganze Haus verwüstet, überall Dosen, Dreck und Matsch. Flaschen, wo das Auge nur hinsieht. Und die saßen fröhlich in der Küche und tranken weiter. Ich habe sie gewarnt, dass ich sie rausschmeißen würde, wenn sie nicht bezahlen. Sie haben bezahlt. Aber dann hat sich herausgestellt, dass sie die Heizkörper verkauft haben, um Geld für Alkohol zu haben. Die haben die Möbel verkauft und nur Müll hinterlassen. Danach waren sie sogar so frech, dass sie ihre Kaution gefordert haben. Aufräumarbeiten sind in meinem psychischen und gesundheitlichen Zustand für mich nicht möglich. Bitte helfen Sie mir damit. Okay. Alter. Da kriege ich gleich einen Herzinfarkt hier, wenn ich mir das angucke. Um Himmels Willen. Aber so an sich ein schönes Häuschen, oder? Okay. Fangen wir gleich mal hier im Flur an. Und arbeiten uns jetzt hier. Alter. Alter, ich muss die Flaschen einzeln wegschmeißen. Da liegt noch eine Zeitung. Da liegt noch eine Kiste. Alter, wie viele Räume hat denn dieses Ding hier? Okay, hier ist. Alter, wie es hier aussieht. Da sieht es bei Hempels und am Sofa ja noch besser aus. Ey, das gibt's ja gar nicht. Alter, Hilfe. Ach du Scheiße. Das ist ja geil. Wenn ich Angst vor Kakerlaken hätte, kann ich das auch in kleine Glasteilchen, Glassplitter verwandeln, damit ich mich nicht so ekeln muss. Das ist ja geil. Wie ist das ekelhaft? Also ich ekel mich jetzt nicht so, aber wie kann man denn eine Wohnung so hinterlassen, ey?
ich will nicht den Schalter betätigen, ich will hier das... Ich habe erst gedacht, hier wird irgendwo Wasser laufen, aber nein, es waren die Kakerlaken, die hier mit dem Sofa. Nee. Ja, da haben sie hier mal so einen Wochenvorrat an Weinflaschen und Schnapsflaschen hier hinterlassen. Das ist ja schon ziemlich geil. Das saufen manche in 2 Tagen weg. Überall die Kakerlaken. Kann ich mir eigentlich auch so einen weißen Chemieanzug kaufen, wenn ich hier in so Wohnungen muss? Das ist echt eklig. Terrasse ist aber nichts, oder? Nee. Die haben sie sauber gelassen, oder was? Wollt ihr mich verarschen? So, räume den Müll auf 100%. Ernsthaft? Das war's schon? Im Leben nicht, oder? Nur in dem einen Raum. Die haben echt überall die Heizkörper geklaut. Krass. Alter, wie es hier aussieht. Das ist ein komischer Kleiderschrank. So, ich glaube, mit Müll sind wir durch, oder? Ne, hier ist noch eine Tür. Ja. Wäre auch zu schön gewesen. Oh, ein ordentliches Bett hier, das gibt's ja gar nicht. So, auch hier 100%. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal Raum nach Raum erstmal zum Putzen an. Kann sich auch nur um Stunden handeln hier. Räume den Müll auf, bin ich noch nicht fertig. Oh, die kriege ich auch weg, cool. Okay, reinige die Verschmutzung. Machen wir hier gerade weiter. Na, willst du wohl? Okay, so den Stuhl können wir ja mal wieder schön ordentlich hinstellen. So. Dann haben wir wenigstens schon mal hier ein bisschen klar Schiff. Das hier mit der Kommode, die können wir auch wieder ordentlich an der Wand stellen. Schön.
40% von dem Raum erst sauber gemacht. Gut, wir machen erstmal das Bad. Einige die Beschmutzung sind wir durch. Ah, hier noch. Okay. Hier haben wir es auch. Alter, die Füße. Jawohl, wir saugen die Kakerlaken weg. Kommt mal her, ihr kleinen Frösche. So, schwuppdiwupp. Du hast dein Kakerlakennest zerstört, sehr schön. Na, einwandfrei. Das ist ja echt der Hammer, ey. Ekelhaft. Es juckt. Wahrscheinlich die Kakerlaken. Ja. So, einmal Staubsauger bitte. Krabbelt noch eine. Okay. So, was haben wir? Einige bin ich noch nicht. Ah, hier, Fenster ist noch. 90. Fensterputzen machen wir später. 98. Kühle. 100%. Alles klar.
sieht doch schon wieder, oh, sieht doch schon wieder ganz anders aus hier. Können wir auch wieder ordentlich hinstellen. Gerade? Nee, ne? Nee. So ist gerade. Gut, so. Was eine Messi-Wohnung hier, das ist ja echt der Mega-Knaller. Noch so schöne Möbel hier eigentlich. 90%. Fensterbänke. Wo hängt es noch? Alles klar. Müssen wir hier in den Steckdosen irgendwas machen? Gut. Dann können wir nämlich das Sofa. Stellen wir so hin, oder? Sieht gleich viel netter aus hier. Ah ja, schön. Da oben noch. Sechsundsiebzig Prozent. Was könnte hier noch dreckig sein? Cool. Hinten an der Wand. Glaube, das Bett muss ich immer wegrücken. Soweit.
aber es ist noch nicht ganz sauber. Warum auch immer. Irgendwo ist es noch dreckig. Aber ich weiß nicht wo. Doch mal hinter den Schränken gucken, ha? Alles Pico. Gut, dann stellen wir die wieder hin. Ja, kein blassen Schimmer. Wir gehen erstmal in die nächste Räume, gucken mal. Alter. Was ist denn jetzt? Wieso komme ich da nicht dran? Jetzt. So, hier haben wir sie. Hier sind wir durch, hier sind wir durch, hier sind wir überall durch. So, dann fangen wir mal mit Fensterputzen an. Dann machen wir auch gleich noch hier, dann haben wir den Raum nämlich fertig. Eine Heizung.